Iman. I-M-A-N. Ganz einfach. Einfach zu merken. Iman. Erstmal eine Idee und arbeitest so lange an der Idee, bis sie sich selbstständig macht. Und dann entscheidet sie im Prinzip, wie es weitergeht und was genutzt wird und was verworfen wird und so weiter. Und dann läuft es einfach. Also das System oder das Konzept dahinter gebiert sich so aus der eigenen Arbeit dann, ohne irgendwie sich vorher großartig einen Plan zu machen. Und dazu ist ganz wichtig, dass man vor allem, wenn man zusammenarbeitet, dass man die ganze Zeit, den ganzen Tag über miteinander verbringt, zusammen daran arbeitet, abends oder währenddessen, dass man einen Shisha raucht, dass man chillt und so, dass man einfach darüber redet und dann wächst es weiter und dann wird es so übermächtig im Prinzip, dass man gar nichts mehr machen muss. Also das, was getan werden muss an der Arbeit, das wird dir dann diktiert von der Kunst an sich oder von deinem Unterbewusstsein, auf jeden Fall von Sachen, worüber du nicht nachdenken musst. Weil es einfach frei sich entwickelt. Das ist ein eigener Organismus sozusagen. Und bei der Guillotine haben wir das ganz krass gemerkt, dass wir erstmal so die Idee einfach nur hatten, okay, wir wollen eine Guillotine bauen. Und ich habe so dieses Ruhe, so ein bisschen dieses Gewalttätige in meiner Arbeit, immer so dieses Knallbunte und beides trifft sich so irgendwie mit diesem leicht Verrückten, so er mit seinen Waffen, ich mit meinen Nägeln, was weiß ich. Und das hat sich dann da einfach gut getroffen. Wir haben Tag und Nacht zusammengesessen und zusammengearbeitet und dann entwickelt sich das. Hallo meine Freunde, willkommen in unserer Show. Sobald wir diese Nut in diese Balken gefräst haben, habe ich gemerkt, und diese Schiene drinnen installiert war. Dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Dann bauen wir weiter. Ein Tag, zwei, drei Tage haben wir gebaut und dann habe ich gemerkt, ja, wir bauen eine richtige Waffe. Ja, wir haben ja noch Gummi dazwischen, also ein bisschen zurück wieder. Warte mal, wo ist denn der Gummi? Der Werkstattleiter ist gekommen, meinte, nein, geht mal so, ihr könnt das nicht machen. Guillotine. Was wir machen? Nein, wir machen gar nichts. Wir machen, was wir machen muss. Ob das Bild, Skulptur, Film, Scheiße bauen, Ärgern, was weiß ich, auch sogar sprechen. Das, was zum Beispiel ich sage, ist, oder das, was ich tue, ist, ich habe eine Pflicht und es muss gemacht werden. Da gibt es nicht mehr warum, deshalb. So wie ein Bild einfach. Du machst ja nicht selber. Du machst das, was gemacht werden muss. Ach so, ja. Kauf mal Benzin. 1 Liter Benzin. Und dann habe ich mich auch gehasst, warum ich das mache. Und mit diesen Farben, dann habe ich wieder, ja, es war eine Therapie wieder. Schlechte Laune und danach muss ich das irgendwie mit knallharten Farben auch von meiner Seele oder von meinem Kopf rauskriegen. Eine Waffe, ja klar ist es eine Waffe, aber es gibt tausende Unternehmen, die auch Waffen produzieren. Aber keine produziert solche schöne, hübsche Zigeunerwaffe, du weißt schon. Und als wir sie denn, bei mir war das der Moment, als wir sie das erste Mal aufgestellt haben, den Rahmen das erste Mal aufgestellt haben und dann die Höhe von dieser Maschine gesehen haben, da war es das erste Mal, dass sie einschüchternd gewirkt hat und dass wir uns
einen Kopf gemacht haben, von wegen, okay, scheiße, sowas bauen wir eigentlich. Und ich meine, die Dinger wurden früher in Serie sozusagen produziert und auch, ohne auch Nummer, benutzt und so. Heute ist ja die Bibliothek fertig gebaut und jetzt kommt die demokratische Wahl, ob ein Lamm hingerichtet werden soll oder nicht. Wir es gebaut haben, es ist das unsere System oder unsere Gesellschaft sieht bunt aus, sieht gut aus, aber es ist gar nicht bunt und es ist gar nicht lieb, es ist auch gefährlich. So wie unsere Demokratie, wir gehen wählen, die Leute gehen auf die Straße, sagen, wir wollen keinen Krieg, aber es gibt immer einen Krieg. Natürlich, ohne Krieg läuft auch nichts. Manche haben gesagt, oh, warum baut ihr das? Warum nicht, habe ich gesagt. Warum bist du so, wie du bist? Warum? Ich hasse diese Frage, warum? Warum ist es in Pink? Warum bist du ein Mann? Warum bist du schwul? Warum bist du Frau? Warum arbeitest du? Gibt's nicht warum. Es ist so, wie es ist. Und es ist gut so, Punkt aus. Das ist unsere Guillotine, das ist die Guillotine. Und ich würde mal sagen, so, das ist die kompakteste Reflexion über unsere Gesellschaft. Auf einen Schlag. Das war Alter, das ist zwischen den Haaren. Es waren Leute dabei, die uns das verbieten wollten. Es waren Leute dabei, die das vom ersten Tag an gefeiert haben, die Idee schon. Und es waren einige Leute dabei, die Angst um uns oder generell einfach Angst bekommen haben. Es kommt unten ungefähr mit einer Kraft von einer Tonne auf. Die Guillotine, so wie sie da steht, ist der erste Teil unseres großen Spiels. Sie ist funktionsfähig, sie sieht nur aus wie ein Spielzeug. Der andere Teil ist eine öffentliche Wahl, eine demokratische Abstimmung über den Tod eines Lamms durch unsere Guillotine. Und als wir dann an der Klinge gearbeitet haben, wurde die Sache brenzlicher irgendwie, weil wir wussten, mit was für Gewichten wir arbeiten. Und als die Klinge dann auch noch scharf wurde, war es klar, okay, das ist echt kein Spaß mehr. Und das ist wirklich kein Spielzeug, was wir bauen. Aber als wir dann den Holzrahmen lackiert haben und diese bunten Farben aufgetragen haben, gab es komplett diesen Twist wieder, dieses Wechselspiel, durch Fernsehen und durch Medien und alles mitbekommt, diese Verharmlosung von einer Sache. Also, dass es auf einmal aussah wie ein großes Spielzeug und dass die Klinge, dieses rohe Metall da drin, sich so mit diesen Farben gebissen hat, als wir das gesehen haben, wie das wirkt, wussten wir, dass wir genau an dem Punkt angekommen sind, an dem wir ankommen wollten. Dass wir genau das erreicht haben, was wir erreichen wollten. Und das Ding funktioniert und es gibt nicht mehr dazu zu sagen, als dass es einfach mal eine perfekte Arbeit ist. Perfekt, da geht's gar nicht eigentlich. Punkt.